Am 24. Januar 2007 kam ich auf die Idee, einen YouTube-Kanal zu erstellen. Mitte 2009 lud ich die ersten abgefilmten Cringe-Videos hoch. Und seit dem 10. März 2010 lade ich offiziell sogenannte Let's Play-Videos hoch. Und das, meine Freunde, ist mittlerweile 10 Jahre her. Damals war ich 16, jetzt bin ich 26. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass sich in meinem Leben einiges verändert hat. Ich möchte fast sagen, YouTube hat mein Leben komplett über den Haufen geworfen und neu geformt. Manches zum Negativen, aber das meiste natürlich zum Positiven. Und das wäre auch niemals ohne eure Mithilfe möglich gewesen. Deswegen möchte ich an diesem 10-jährigen Jubiläumstag allen danken, egal ob ihr jetzt stiller Zuschauer seid, aktiver Abonnent, der alles liked, Glocke aktiviert hat, Kanalmitglied ist, whatever. Danke an alle. Jeder Support hilft mir auf jeden Fall sehr, weiter zu bestehen. Und ich habe mir an diesem 10-jährigen Jubiläumstag natürlich auch was für euch überlegt. In Zusammenarbeit mit Kufu, Bowser-Offs, Dummer Bockblin, Neterich, Miau-Offs und Mona haben wir versucht, ein 10-Jahres-Special auf die Beine zu stellen. Also quasi ein Best-of Domtendo 2010 bis 2020. Dass das natürlich nicht ganz so einfach ist, sollte klar sein. Aber wir haben uns Mühe gegeben, einige epische Szenen rauszusuchen. Und da geht auch der ganz große Dank auf jeden Fall an die 6 heraus. Denn ohne eure Mithilfe hätte ich das auf jeden Fall in der Zeit nicht geschafft. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Vergnügen mit dem Video. Allerdings sei auch der Hinweis noch gestattet, dass zu so einem Special selbstverständlich das große Ganze dazugehört. Sprich auch die Zeit, in der, sagen wir mal, die Formulierungen und Videos generell ein bisschen jugendlicher gestaltet waren. Deshalb, die ersten 3-4 Minuten sind vielleicht nicht ganz für jede Altersgruppe geeignet, aber es ist Vergangenheit, es gehört dazu und ich habe mich selbst bei dem gesamten Video mehrfach auf den Boden gelegt und gelacht wie ein Kind. Es ist super. Wir sprechen uns nach dem Video noch. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß. Film ab. Ist vielleicht nicht so gut zu schreien, weil es ist 2:30 und nebenbei schlafen Kinder. Die denken alle sowieso schon, dass ich irre bin. Boah, Mann. Eure Väter sind beides. Was? In 2 Minuten. Scheiße, die Zeit ist aus. OMG! Scheiß drauf, los, lauf, 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 du Spast! Nein, ihr Blöd! Ihr Innerroman! Das ist jetzt natürlich schlecht. Es ist zu wild. So. Ich habe mich 15 Jahre nur davon ernährt, wie ich mich die ganze Zeit lang fortbewegt habe. Nein! Oh, die Jojo! Nein! Die Nachbarn, die denken eh schon alle, dass ich gay bin. Was macht dieses riesen Justin Bieber-Ei hier? Und verdammtes Arschloch! Ey, wenn du noch einmal daherkommst, ja? Dann werde ich deinen Vater packen und seinen Sch** in seine Fresse reinhauen. Ja, woher weiß ich denn, ob er mich jetzt zerstampft, wenn er hochfliegt? Oder ob er seinen verdammten Sack aufmacht? Du verdammter kleiner... Was ist das Problem, oder was soll die Scheiße hier? Hä, das muss ja alles festgehalten werden. Ich hätte was anderes erwartet. Mach mal auf als Beweis, dass die CD drin ist. Muss alles bewiesen werden. Ja, ist drin. Also danke für die ganzen Drohbriefe, die ihn da dazu bewegt haben. Was zum Teufel? Ich hab den Controller auf den Boden geschmissen. Jetzt funktioniert die Verbindung nicht mehr. Nein! Nein! Das sind Buhus! Die bringen mich um! Nein! Nein! Ich kann nicht sehen! Ich bin tot! Daumen runter! Nein, du Wichser, verpiss dich doch, Spast! Ich hab verdammt nochmal vergessen, dass ich als Helikopter Mario nicht diesen Scheiß machen kann und komm schon! Na, ja, ja! Oder? Ah, oh, doch, gerade noch so. Fuck, fuck, nein! Miyamoto, was hast du gegen mich? Oh Gott! Oh mein fucking shit! Oh mein crazy goodness! Und wer ist denn eigentlich der da hier? Ja, jetzt. Auf dem. Oh, das ist schön groß. Das ist so. Blaster, ihr Spasten. Es ist Zeit für meinen Auftritt.
Ich werde eure Mütter f***. Ich meine, schaut sie euch an. Candy's ist, das ist nicht wirklich ein Musikladen, oder? Allein wie sie dasteht. Diese Hotpants, diese mega dieser Gang, die blonden Haare. Oh, oh mein Gott, ich gebe zu, ich stehe auf sie. Das ist doch du blöder Kurve. Hallo, ihr Schnuckels, auf geht's zum Finale von Super Mario Star Road. Epic Fail. Naja, auf ein neues. Willkommen zum Finale von Super Mario Star. Langsam wird's langweilig. Ja, ich denke, inzwischen wisst ihr alle, wo ihr seid. Und ich glaube, ich habe noch nie in so kurzer Zeit für so viele... Ach, halt doch's Maul. Was? Wie bitte? Der war schon? Ja. Wo? Da, ich seh's! Da? Ist das nicht Skill, Leute? Ich hasse Krallbuster! Ich hasse euch! Fresse! Verpiss dich, Arschloch! Halt die Fresse! Geil, wie er gerade versucht hat, im Schnee nach Nahrung. Beschimpfst du nicht, Schwein? Ich fürchte, dieses Spiel f*** Omas. Diese Bastarde! Wir haben gerade in der kurzen Pause alle Beleidigungen aufgesagt, die deutsche Sprache eigentlich zu bieten hat und die im Duden stehen. Und als wir irgendwann an unsere Grenzen angekommen sind, haben wir uns einfach neue ausgedacht, weil es gab nichts, was das hier beschreiben könnte, weder qualitativ noch quantitativ. Ist es natürlich nicht. Super! Scheiße! Ich bin froh, dass du unterwegs bist. Was zum Teufel habe ich gemacht? A man has fallen into the river in Lego City. Hey! Weil ich an einem komischen Clown-Ding rumgespielt habe. Du hast an einem Clown-Ding rumgespielt? Etwa an einem Dödel? Der Münzzähler ist soeben explodiert. Mehr geht nicht. Ich hoffe, wir hören den ganzen Track irgendwann mal. Hä? WTF? Was war denn das für ein Bug? Das ist ja brutal. Alle Kinder, bitte sofort abschalten. Dum, dum, dum. Alles Hallo? In Ordnung. Welt ist schön. Endlich bin ich den Spaten los. Kindergeld kann ich behalten. Chillig. Solange es der Staat nicht rausfindet. Tja, mit Hängetitten kommt man halt nicht weit. Ich bin ein bisschen langsamer jetzt gerade, ihr merkt es vielleicht. Einfach aus dem Grund, weil ich nicht so... Nein! Du Spaß! Wieso bist du so schlecht? Ich bin nicht schlecht. Ich hatte noch mal einen Yoshi. Facepalm. Wieso? Das willst du nicht mehr. Ja, wegen dir. Und ich auch nicht mehr. Hm? Oh, die Fliege ist fast in mein Gesicht geflogen. Fahr mal, fast in meinen Mund. Da kommen noch mal was anderes an rein, ey. Hey, jetzt hast du mich abgelenkt. Nein! Wie soll ich mich so konzentrieren, dafür. Mensch? Das war die Strafe dafür. Er meinte meine Zunge. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich weiß nicht, was diese Menschen... Was? Man muss groß sein für diese Starcoin. Braucht nicht so viele Joints. Gut, egal, aber... Bitte? Das ist nicht dein Ernst? Links daneben, rechts daneben. So, auf Wiedersehen. Dieses Spiel wurde von einem... entwickelt. Wenn ich hier verliere, dann schaue ich ein Jahr lang keinen Fußball. Aber man sieht es ja einfach, das ist so lame. Jetzt verlierst du echt? Ich verliere echt, ja. Ist kein Fußball. Ja, ein Jahr kein Fußball und wer hält es nicht ein? Das ist ja besser als das Shit. Ein Jahr kein Fußball, er hat es euch eingeschworen. Geh doch hoch! Geh doch hoch! Mach! Was? Ich bin doch im Stern drin. Wenn man den Spiegelschild hat, dann kann man hier... Nein, das wollte ich nicht. Bin ich jetzt wieder am Anfang oder was? Ich darf alles nochmal neu machen. Herzlich willkommen zurück zu... Nee, das heißt nicht New Super Mario Bros. Hier, sondern New Super... Fuck, auch nicht. Wie heißt denn das? Ich hab keine Ahnung. Wie heißt das Spiel? Scheiße, Vollidiot, ey. Goldene Mitte und dann mach ich einen langen Sprung und noch einen langen Sprung. Opa, du solltest einen langen Sprung machen! Besiege den Goomba, bevor die Zeit abläuft. Das werde ich in 7 Sekunden ja wohl schaffen, oder? 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 Nein! Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann werde ich... Ich reiß das alles auseinander hier. Das landet auf dem Schrottplatz. Mir ist das wurscht. Okay.
Eine Napalmrakete. Ach, das Rubbeln, ja, als ob wir das nicht oft genug spielen. Frag mich aber nicht warum, eigentlich mag ich Hafen, aber wenn sie mich angreifen, dann kann ich ja wohl kaum nett zu ihnen sein, nicht wahr? Gerade jetzt bräuchte ich Eier. Ich hab nämlich keine, außer die dicken zwei unten da. Genau. Beschmeißen. Und wir kommen woraus? Aus dem Arschloch. Und das Schlimmste ist, der leidet dann auch noch richtig, weil wir so fett waren und aus dem Arsch rausgegangen sind. Ich glaube, er ist erst gestorben, als wir da rausgegangen sind, weil dann ist sein Darm nämlich geplatzt. Das war's sein! Die Drecksmünze fehlt. Das war so klar. Komm, nur das Lasso raus. Wir spielen Cowboy und Indianer. Na, na, na. Na, 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 na! Mike so... Hä? Nein! Warte, jetzt! Oh, Drogen! Leckt doch mal einen schmutzigen Arsch! Nee, lass mal! Wenn hier ein Blitz einschlägt, dann ist das... Ach, jo? Scheiße! Natürlich in der letzten Runde dieses Drecksteil! Ja, natürlich zweimal! Oh, danke, du Assi. Hä, ist das ein Penis da links? Wie bitte? Ich bin noch eine halbe Stunde schon nicht mehr Erster. Betrug. Dann kann man schon mal um sich schwänzeln. Was bist denn du für ein Cheater? Okay. Verpiss dich, Alter. Nein, ich Loser. WTF? Komm wieder hoch. Comeback des Jahrhunderts. Wieso? Aber ich hab's und ich leb noch. Es wird immer schlimmer. Hey, oh. Mario, immer noch Mario. Damit ist jetzt Schluss, ne? Dieses Mal bin ich der Star. Epic Luigi, oh yeah. Party. Jetzt kommt Super Luigi Galaxy. Und Mario ist abgemeldet. Schaut mal, was ich mit ihm gemacht habe. Oh yeah. Ich habe ihn Epic gefesselt und werde ihn demnächst in den See werfen. Okay. Ach, sie kann auch in die Scheißhaufen springen? Julie hat mir eine sehr schöne Geburtstagstorte im The Legend of Zelda Wind Waker-Stil gebacken, die sich größtenteils am Außenbereich des ersten Dungeons orientieren soll, auch wenn da oben ziemlich viel von Präludien ist, wie zum Beispiel die Möwen oder die Schweinchen. Übrigens, weißt du über den Umgang mit dem Telefon Bescheid? Nee, hab ich noch nie benutzt, sowas. Keine Ahnung, was das ist. Aber, wie gesagt, ich kann googeln, danke. Ich werde die Anleitung lesen. Schaltet... Moment, hab ich... Nein! Ach, oh Gott! Scheiße, ich wollte die Erklärung eigentlich gar nicht. Oh, ich Depp. Oh, was ist denn mit der Wolke los? Schnuckiputz, was ist denn passiert? Wieso schaust du denn so traurig? Kann ich dir helfen? Oh, die arme süße Wolke. Warst du vielleicht in einem Drive und hast nicht das bekommen, was du bestellt hast? Dann schaue ich auch so. Das war ein Treffer, Mann! Nein! Nein! Ich hab wenigstens die Wollen. Hey, schau mal. Und eine Blume. Und die Herzen. Münze. Aber nicht die Münzen. Doch! Was? Doch! Stört? Ja. Besiegen kann man die Gegner auch nicht, aber man kann dämlich gegen sie laufen und dann kleiner werden. Aber nur, wenn man ganz, ganz dumm ist, wie ich. Hier residiert eine herzlose Frau? Ich wusste gar nicht, dass meine Ex-Freundin hierher gezogen ist. Jetzt kommt er, ne? Das hatte ich aber auch schon mal. LOL, ich hab's gewusst. Du bist so ein Arschloch, ich hasse dich. Ach, das ist so ein Scheiß. Ich schmeiß doch das Scheiß hier wieder los. Barbecue McQueen? Ist das ein McDonald's Burger in Frankreich? Ich bin schlechter als jemand auf Stufe 6. Das sieht gar nicht gut aus. Ich bin gerade sehr erregt. Im Sinne von Agro. Ja, genau, ist klar. Jetzt passt's mal. Auf jeden Fall. Wenn das kein Sieg ist, dann weiß ich auch. Konnichiwa, lieber Mr. Tezuka, liebes Nintendo-Team. Nächster Partygast? Wir gucken mal. Oh, sorry. Oh, hallo! YouTube-Star Dumtendo! Hi! Sass! Was man noch verkacken kann, ist halt das hier. Aber ich bin ja nicht blöd. Stur lächeln und winken. Vorsicht! Warum? Ja, das Level ist einfach... Eine grotte, beschissene Kacke! Was ist das denn? Oftmals bewegt sich der Robo viel zu schnell oder wie beim Panzer automatisch. Er sieht jetzt nicht besonders groß aus, ehrlich gesagt. Die Starcoin ist auch nicht ohne. Zum Fick, wieso springt dieser Bastard denn nicht? Ich hab auf fucking Sprung gedrückt. Den hier machen. Bam, 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 bam. Dann ist das absolut kein Problem. Dann macht man halt so einen kleinen Salto. Ja, gut, das war jetzt ein bisschen großzügig. Aber es passt.
Was? Was? Dann ist natürlich der Stachelarsch genau da. Ja, klar. Ja, ja, das ist auf jeden Fall auch so ein Rätsel-Level. Boah, ich darf halt nicht failen, ne? Alter! Das ist immer mit Ansage. Da, da, du Düsel. Der, da, Barspiel. Ja, sie kriegen so. Scheiße, das ist Mia mit der Motorsäge. Ich hab echt Angst, dass da irgendwas aus diesem Schleim rauskommt. Okay, so viel dazu. Wir müssen hochrennen, der kann mir ja nicht folgen, oder? Also die alten Molders konnten es nicht. Was ist das denn? Oh my goodness, was ist das für ein Oschi gewesen? Ja, nee, ist klar. So ungefähr schaut das aus, wenn ich auf dem Klo bin. Oh! Oh, was? Geil! Natürlich, da muss eine Blue Shell kommen, wieder alles zerstören, ist klar, ja. Die Blooper auch noch. Legit und Rachel, genau, sind wir alle hier auf der Party. Ja, meine Fresse, ist ein Scheißbetrug. Chill your life. Nicht. Willst du mich verarschen, Bro? Du dummer Sacker. Als ob Luigi gegen mich gewinnt. Ja, wir gewinnen. Ey, ich wusste Luigi. Es. Daisy, beweg dich mal. Hallo. Nee, ja, genau, bleib stehen. Bleib stehen. Ist in Ordnung. Seems legit. Oh no! Epic, go, go. Yes, na endlich. Ah ja. 200 Sekunden sollen übrig bleiben. Okay. Dann lass mal. Ja, Du Bastard! Du Schwätzer! Oh ja, das ist viel besser. Ja, 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 ist viel besser. Ich hätte zwar trotzdem gegen den Yoshi verkackt, aber die CPUs wurden da jetzt eh runtergestuft. Ich kürze das mal ab hier. Haben wir ja alles schon gesehen. Also er hat 800, Peach hat 990 und Luigi... Yeah. Was? Neuer Rekord! What? Der Typ hat 2000... Sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Na, dann kommt die dritte jetzt gleich irgendwo. What? Was? Der ist wieder aufgetaut? No way! Das ist doch Scherz. Alter, also jetzt wird's echt traurig. Komm her, du gottverdammter Scheißkerl! Bitte, steh ab! Bro, please. Please! Okay, aber 80 klingt eigentlich machbar. Ich weiß, es waren auch im Wüstenland 80. Allerdings finde ich es schwieriger, bei einem Kreis 80 zu erreichen, als bei einem Dreieck. Oh, ist hier... Ja, Peach! Oh, yeah. Ich bin schon mal oben. Warum? Warum ist mein Leben so scheiße? Können wir uns mal treffen? Weiß nicht genau, wie das gemeint ist, aber grundsätzlich auf der Gamescom. Privat? Nun, zeig doch mal ein paar Bilder. Was macht ihr da hinten? Der krüppelt voll rum. Hä? What the hell? Was passiert hier? Schaut euch das an! Ist das ein Bug? Was ist da los? What the fuck? Was war das denn? Hey Domi, die Spende ist für dich, für die Big Macs am Montag. Gibt's wieder 1 Euro. Ja, ja, ich weiß. Bin aber einfach zu häufig bei diesem scheiß Osterzeugs, ne? Heute, ob ihr es glaubt oder nicht, war ich wieder da, klar. Und sie sagt heute im Drive zu mir, ciao, bis morgen. Oh, ist das nicht traurig? Naja, für irgendwas muss Just Dance ja gut sein. Dann wollen wir mal was. Ah! Ich lutsch das sehr gerne. Okay, ich kann in jedem Fall bestätigen, dass es so ist. Kennst du auch diesen YouTuber, der seit dem 10.03.2010 schwerpunktmäßig Nintendo Let's Plays macht? Ich glaube nicht. Oh, da brauchen wir das Gamepad für. Einen Moment, ich hol's kurz aus der Mülltonne. Ach komm, geh da hoch jetzt. Bruder, meine Fresse, geh da hoch! Ich spiele das hier, um mich zu entspannen! What? Ich hatte noch Speed drauf! Und ich bin tot. Am besten nichts mehr sagen. Ich, lol? Was? Wir kommen gut durch bis jetzt. What the fuck? Was war das denn bitte? Meine Fresse, obwohl ich da gerade... Lass mich verarschen, das Level ist doch nicht schwer. Ich kündige. Was ich auch sehr gerne mache, ist das hier. Ich lutsche das sehr gerne. Bam! Natürlich schieße ich mich wieder in den fucking Abgrund.
Oh mein Gott! Ja! Bam! Beste. Dass etwas an den Tod erinnert und dadurch grausig wirkt. What the hell? Die Google-App ist gestartet mit der Sprachsteuerung und hat nach Makaber gesucht. What the fuck? Holy shit! Creep! Deshalb habe ich da nicht so ein... Shit! Oh! Nein! Ja, ich möchte eine Anzeige erstatten. Wegen Betrugs. Müssen Sie das prüfen? Wieso? Weil ich zu viele Anzeigen in letzter Zeit erstattet habe. Notieren Sie eine weitere Anzeige gegen sich selbst. Arschloch. Wie bitte? Entschuldigung. Sie. Arschloch. Nein. Mach das weg! Aber nur weil das Spiel scheiße ist! Ach komm, Junge, jetzt reicht's aber! Und da fliegt die erste Flasche des Let's Plays. Dim, 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 dim. Rüber. Lauf doch, du Hässlon! Hat jemand Crystal Meth? Willst du mich für blöd verkaufen? Es sind vier. Das ist lächerlich. Ein Pilz, Bruder! Nein! Doch! Hau ab! Ah! Vorbei! Ja! Ach komm, jetzt gibt's hier eine kleine Dusche, du. So, und eigentlich wollte ich mir jetzt hier diese Münze holen. Eigentlich ist es aber ganz naheliegend und trotzdem fucking schwer. Gib mir die Coin! Es hat aber so geklappt, ich schwör's euch. Oh! Gib mir sofort das Geld. Wobei, warte mal, mir fällt gerade was anderes ein. Das war mir natürlich klar. Arbeite gefälligst schneller und härter, du Knechtsohn. Ich wollte eigentlich in Urlaub gehen. Was mit dir passiert, das überlege ich mir noch. Oh, ich seh dir schon da. Grüner Arbeiter Toad, brauchst du was? Kaffee oder Bier oder so? Einen ganzen Kasten? Ja, selbstverständlich. Ich mach mich direkt auf den Weg. Hey, meine... Ich bin gesprungen! Wie dumm bin ich eigentlich? Das ist verglichen wie, du gibst deine Steuer ab, hast 1000 Sachen hinterzogen, das Finanzamt merkt es nicht und dann rufst du an. Ey, das ist zu wenig, ich muss mehr zahlen. Ja. Das darf nicht wahr sein. Also hier werde ich sicherlich nicht sterben, ich sehe es nicht. Jetzt sterben, pass auf. Nein. Wo hast du die Hand leer? Ey, es war aber schön knapp. Also, schönes Match. Das scheint so komplett random zu sein, welcher Preis auf welcher Platzierung landet. Ich meine, das NES-Game ist von den Sachen jedoch eindeutig das Wertvollste. Ja, aber ich krieg's nicht. Ich krieg's nicht. Oder? Komm, gönn! Dritter Preis! Ja, einen Versuch habe ich noch. Was? Jackpot! Erster Preis! Oh, Bruder, wo hast du denn die ganze Kohle her? Ja, die Midrolls. Da die Spielindustrie dich offenbar so... Was? Wie gut das passt! Sind hier irgendwo Kameras? Alter, dieser Satz passt einfach wie die Faust aufs Auge. Yo! Also von wegen, yo, helf uns mal eben, aber danach kannst du auch wieder abdüsen. Ist ja wie ich mit 16, mit den ganzen Girls. Möchtest du an so einem Tag nicht einfach alles liegen lassen und zusammen mit mir durchbrennen? Nö. Beenden wir lieber ganz schnell den Part. Ja, ist wohl besser so. Aber noch nicht das Video. Ich möchte auch am Ende nochmal allen danken, die den Kanal supporten. Egal wie, ihr wisst, YouTube-Algorithmus und etwaige Gesetze, die gefühlt jedes Jahr aufs Neue auf uns zukommen und alles verbieten wollen, machen es uns YouTubern nicht einfach. Aber euer Support ist da und das schätze ich wirklich sehr. Ich meine, 10 Jahre YouTuber bzw. 10 Jahre Selbstständigkeit, das ist definitiv nicht selbstverständlich. Also ich weiß das auf jeden Fall einzuordnen. Bin euch unendlich dankbar. Freue mich aber natürlich auch,
auch auf alles, was noch kommt. Wir haben noch ein bisschen was vor uns, werden wahrscheinlich auch in Zukunft häufiger mal streamen, gerade Retro-Projekte. Das, denke ich, ist da der richtige Weg. Und ja, Streaming macht auch einfach Bock, kommt gut bei euch an. Da werden wir auf jeden Fall nochmal eine Schippe drauflegen hier auf YouTube. Und natürlich werde ich auch das klassische Let's Play-Format nicht aus den Augen verlieren, aber hier und da noch ein bisschen optimieren, so wie ich es die letzten 2-3 Jahre schon getan habe. Ich hoffe, ihr freut euch auf die Zukunft. Das wird auf jeden Fall ganz geil. Ich bin ebenfalls hyped AF und würde euch noch bitten, in die Kommentare zu schreiben, welcher Domtendo-Moment der letzten 10 Jahre war denn jetzt in diesem Video nicht dabei? Ist euch persönlich aber noch in Erinnerung geblieben oder ganz wichtig? Sei es der Weg, wie ihr zu mir gekommen seid oder ein bestimmtes Projekt oder auch einzelne Folgen, die euch vielleicht in eurer Persönlichkeitsentwicklung weitergeholfen haben oder bei Problemen geholfen haben. Ich lese das ja auch sehr häufig in den Kommentaren. Ich finde sowas immer ganz spannend und hier in diesem Video kann man das ja mal sammeln und finde es auch schön, dass dann hier diese Nostalgie-Momente aufkommen und einzelne Zuschauer vielleicht so zu sich finden und dann so sagen, ja, bei mir war das auch so. Und dann kuscheln wir alle gemeinsam und alles ist super. Ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen too much, aber ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls würde mich freuen und danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Video. Euer Domtendo. Ciao.